Hallo, ich bin die Helena und haben mir heute angeschaut, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert. Als allererstes haben wir uns angeschaut, wie das Wasser von oben nach unten einfließt. Also wir haben einen Damm und wir haben oben das Oberwasser und unten das Unterwasser. Und je höher das mein Damm ist, desto mehr Wasserdruck habe ich auf der Maschine und desto mehr Energie kann ich von einem Kraftwerk rausgewinnen, je höher der Damm und die Fallhöhe ist. Wir haben da oben den großen Rechen gesehen. Was fischt man da alles raus? Wenn Hochwasser sind oder Gewitter sind, dann kommt sehr viel Holz und Geröll da mit transportiert. Und mit einer Rechenrahmenmaschine, also den Kran, was wir auch gesehen haben vorher, dann mit den Rechen befreien, dass immer optimal viel Wasser durch die Maschine durchrennt. Für die Fische gibt es eine Fischtreppe. Und die Fischtreppe ist dafür da, dass die Fische nicht ins Wasserkraftwerk einschwimmen. Und das ist eigentlich so eine Zickzacklinie. Das machen wir, indem dass wir eine höhere Strömung erzeugen, als wie wir durch die Maschinen durchkriegen. Und dadurch geht man der Fisch immer der höheren Strömungsgeschwindigkeit nach. Und somit wandert er automatisch in die Fischtreppe rein. Von außen schaut nur aus, aber innen drinnen ist ganz schön riesig. Am meisten beeindruckt hat mich die große Halle, weil es so groß war und weil es gut gerochen hat. Nach Auto. Durch die Maschinenhalle, da führen wir die Salzach durch unsere Maschinen und ist somit das Krafthaus. Das Wasser fließt oben rein und da ist so ein großer Propeller und da fließt das Wasser dann ab und durch das Wasser wird dann vom Propeller zum Strom. Ich liebe Technik und da drinnen ist es halt voll cool mit den ganzen Apparate und Maschinen. Ich möchte mal Sängerin werden, wenn ich groß bin, aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass ich was mit Technik machen werde.